Der nächste Redner kommt von den Grünen. Es ist Georg Willi, er ist Tourismussprecher. Bitte. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, Herr Bundeskanzler, Herr Minister, meine Damen und Herren. Also ein Satz voraus: zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Aber zu diesem Dringlichkeitsantrag des Teams Stronach. Das einzig Gute an dem Antrag ist, dass heute alle Fraktionen im Parlament ein Hohelied auf unsere Wirte singen. Das ist gut und das soll auch so sein. Mein Wirt ist der Burenwirt in Hötting, Alfred, und ich werde mitteilen, dass er laut Team Stronach ein österreichisches Kulturgut ist. Das wird ihn freuen. Worüber ich staune, meine Damen und Herren, ist, dass der Bundeskanzler da sitzt. Jetzt freut es mich, dass Sie da sitzen. Nur wundert mich, dass Sie der Adressat dieses Antrages sind. Weil für Tourismus ist an sich zuständig der Herr Wirtschaftsminister. Und für die Steuerreform und diese ganzen Veränderungen, die Sie kritisieren, ist zuständig der Herr Finanzminister. Aber das scheint ein Reflex bei Ihnen zu sein. Hauptsache, es geht gegen die Roten. Dem kann man von Ihrer Seite vielleicht was abgewinnen. Ich sage, ich schaue mir immer alle an. Und sind wir ehrlich, wieso reden wir heute über diese Punkte? Weil das Nichtraucherschutz wichtig ist, da haben wir, glaube ich, Konsens. Dass die Allergenverordnung Sinn macht, damit Menschen, die ins Wirtshaus gehen, nicht immer ewig lang nachfragen müssen, darf ich das essen, kann ich das essen. Das ist einfach Service am Gast, der ja der König ist. Und einige andere Dinge mehr. Ich denke, das sind sinnvolle Veränderungen, die wir alle gutheißen. Kern der Kritik des Teams Stronach sind die Steuerreformpläne der Regierung. Und da kann man tatsächlich vieles schlecht finden. Die grünen Steuerreformpläne, federführend ausgearbeitet von meinem Kollegen Bruno Rossmann, die haben ein ganz klares Ziel. Die sagen, wir wollen Einkommen und vor allem die untersten Einkommen entlasten und wir müssen irgendwoher das Geld bekommen. Und wir Grüne würden uns das Geld dort holen, wo die besonders leistungsstarken und die besonders reichen und reichsten sind, die mit vielen Tricks heute noch sich Steuern sparen, weil sie Möglichkeiten vorfinden, eben nicht Steuern zahlen zu müssen oder sehr wenig. Das ist der grüne Ansatz. Und in den Philosophien hinter den beiden Parteien, Sozialdemokraten und Christlich-Soziale, also Volkspartei, steckt ja auch der Ansatz der Solidarität. Ihr sagt Umverteilung von den Reichen zu den Armen. Und ihr sagt, Teilen ist edel, christlich-soziale Grundwerte, die lauten, der viel hat, soll dem, der wenig hat, was geben. Also in eurem philosophischen Unterbau jeweils ist drinnen das Prinzip der Solidarität. Aber statt dass Sie eine Steuerreform machen, die dieses Prinzip umsetzt, sagt vor allem die ÖVP, na, die Reichen, die tun wir nicht angreifen. Die sollen reich bleiben, weil es ist gut so. So, und außerkommen tut jetzt eine ziemlich vermurkste Steuerreform, die eigentlich keine Steuerreform ist, sondern nur eine Tarifreform, wo man jetzt irgendwoher das Geld zusammenkratzen muss, unter anderem jetzt von den Wirten. Und jetzt titelt das Team Stronach: Stirbt der Wirt, stirbt das Dorf. Also die Angst habe ich jetzt nicht. Und ich muss wirklich dem Kollegen Matznetter, der also diese Untersuchung ausgehoben hat, gratulieren. Das Match Matznetter gegen Team Stronach ist nicht 1:0 ausgegangen. Das war 3:0. Ja? Weil er hat Sie mit Ihren eigenen Zahlen widerlegt. Jetzt komme ich aber zurück zu den Signalen, die Sie von ÖVP und SPÖ an die Wirte senden. Faktum ist, dass der Tourismus in der Wirtschaftskrise der stabile Wirtschaftsfaktor war. Nächtigungszahlen gehalten, Arbeitsplätze gehalten und als Tiroler sage ich, man kann über einige Auswüchse, über Bezahlung im Tourismus kann man trefflich streiten. Da gibt es einiges zu beheben. Aber grosso modo war der Tourismus ein extrem stabiler Wirtschaftszweig. Und der Herr Finanzminister konnte den Tourismus als eine gute Kuh melken. Die haben brav ihre Steuern bezahlt, die haben Arbeitsplätze gehalten. Und jetzt ist der Dank dafür,
dass dieser Wirtschaftszweig sehr stabil war. Die Botschaft, auf wie mit der Mehrwertsteuer, dann längere Abschreibungszeiträume und, und. Und was mich so wundert, und deswegen wäre ich so froh, wenn der Herr Wirtschaftsminister da wäre, was mich so wundert ist, dass das, was jetzt in der Steuerreform kommt, dem widerspricht, was der Wirtschaftsminister selber ausgearbeitet hat. Es gibt die neue österreichische Tourismusstrategie, 2010 erarbeitet. Übrigens waren da bei allen Gruppen immer ganz viele Leute vom Finanzministerium dabei. Also die waren eingebunden. Ja, und da steht zum Beispiel im Maßnahmenteil wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ich zitiere, im Steuerrecht soll die Abschreibung an die wirtschaftliche Lebensdauer angenähert werden. Bei Wellness- und Freizeitinfrastruktur statt 33 Jahre 15 Jahre, das hätte schon bis 2015 sein sollen, und nach 2015 degressive AFA auf Gebäude. Also das Credo des Herrn Wirtschaftsministers ist, die Abschreibungszeiträume an die tatsächliche Nutzungsdauer angleichen. Ganz logisch und sehr vernünftig. Zweiter Punkt. Anpassung der Ausgabenpauschalierung im Gastgewerbe von derzeit 255.000 auf 700.000 Euro. Also großzügig ausdehnen. Anpassung Einzelzeichnungsgrenze von 150.000 auf 400.000 Euro. Das heißt, der Herr Wirtschaftsminister hat mit seinem Vorwort, seiner Unterschrift, Maßnahmen unterstützt, die in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für Österreich. Wir müssen denen gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben. Und jetzt kommt eine Steuerreform außer, wo das Gegenteil passiert. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, dass der Wirtschaftsminister nicht mehr das tut, was er selber unterschrieben hat. Kurzum, man kann ihm nicht glauben. Und mein Ansatz ist, dass wir zurückkehren von einer völlig vermurksten Steuerreform zu einer, die Sinn macht. Dass wir nämlich, wenn wir die untersten und die unteren Einkommen entlasten wollen, uns das Geld dort holen, wo es liegt. Und da sind die grünen Steuerreformpläne einfach 100-mal besser als Ihre. Jetzt weiß ich, Sie haben sich da einigermaßen einzementiert. Sie loben Ihre Steuerreform über den grünen Klee, aber sie ist dieses Lob nicht wert. Und daher meine Bitte am Schluss, es ist ja noch Zeit bis zum Juli, dass wir zumindest einige dieser völlig falschen Signale aus der Steuerreform herausnehmen, weil der Tourismus ist ein stabiler Wirtschaftsfaktor, eine gute Kuh, die man jetzt immer gemolken hat und plötzlich will man ihr das Futter entziehen. Das geht nicht und daher müssen wir hier nachbessern. Und zum Schluss noch einmal, seien wir froh, dass wir engagierte Wirte haben, dass wir Wirte haben, die an ihre Zukunft glauben und wir als Gäste werden hoffentlich gut behandelt und sind dort bei unseren Wirten der König. Bei der Steuerreform werde das Geld aus vielen Bereichen zusammengekratzt. Der Tourismus war in der Krise ein stabiler Wirtschaftsfaktor, der dank seinen Belastungen durch die kommende Steuerreform.